Hallo zusammen. Heute widmen wir uns den Gigapressen, welche hauptsächlich durch die Produktion von den Teslas bekannt wurde. Ja, und diese Gigapressen gelten eben auch als Wettbewerbsvorteil, weil man davon ausgeht, dass es die Prozesse vergünstigt, aufgrund, dass man eben diese großen Bauteile in einem Schritt fertigen kann. Ja, die derzeitigen Gigapressen bei Tesla werden von der Firma Hydra hergestellt, ein italienisches Unternehmen, welches seit geraumer Zeit bei diesen Druckgusspressen tätig ist. Ja, man konnte nun bereits 24 von solchen Gigapressen vertreiben, wie es hier zu lesen ist. Also man hat sich nun in diesem Markt relativ stark etabliert. Ja, die Unternehmung Hydra wurde im Jahr 2016 komplett übernommen von der Firma LK Technology. Also LK ist eine Firma aus Hongkong, welche bereits im Jahr 2008 eine Beteiligung bei Hydra aufgebaut hat und dann eben im Jahr 2016 die Firma komplett übernommen hat. Ja, bei dieser Unternehmung ist auffällig zu sehen, dass man hier im Jahr 2021 einen sehr starken Anstieg verbuchen konnte, um etwa 5000% auf den Höchststand. Also man hat hier relativ starke Kursanstiege verbucht und ist nun auch etwas rückläufig auf derzeit 7,3 Hongkong-Dollar. Ja, die Gesamtbewertung beträgt ungefähr 1,1 Milliarden Schweizer Franken, wenn man das umrechnet. Und das KGV ist bei rund 17. Ja, und derzeit ist das Unternehmen relativ gut positioniert. Wenn wir uns den Geschäftsbericht von den letzten Jahren anschauen und diese Kennzahlen betrachten, hatte man ein Wachstum um 33% beim Umsatz, also ein sehr hohes Wachstum. Und man konnte die weiteren Kennzahlen ebenfalls praktisch alle sehr stark verbessern. Also man konnte hier den Bruttoprofit verbessern, so wie auch die Bruttomarge, und hat dann eben am Schluss auch den Gewinn verbessert um 82% auf gesamthaft 625 Millionen Hongkong-Dollar. Das ergibt dann schlussendlich umgerechnet ungefähr 71 Millionen Franken. Ja, ebenfalls der Gewinn pro Aktie konnte man verbessern. Und auch die totalen Assets sowie auch die kurzfristigen Assets konnte man sehr stark ausbauen und man konnte sogar noch die Schulden um 6,6% reduzieren. Also ein durchaus spannendes Unternehmen, tätig in eben diesem Segment von den Gigapressen. Allerdings macht man auch noch weitere Maschinen. Hier zu lesen, dass man eben hauptsächlich Druckguss, wo ja diese Gigapressen angesiedelt sind, aber auch Kunststoff-Spritzgussmaschinen herstellt, sowie auch CNC-Bearbeitungsmaschinen. Ja, man gilt hier vermutlich als allgemein sehr guter Lieferant bei den Automobilkonzernen mit eben solchen Anwendungen. Ja, auch zu lesen in einem Artikel, dass es eben diese derzeitige Technologie von den 6000 Tonnen Schließkraftdruckgusspressen stark weiterentwickelt wurden. Also Tesla hatte dazumals eine Ausschreibung gemacht für eben solche 6000 Tonnen Schließkraftpressen und man hat sich nun weiterentwickelt. Also die Firma Hydra konnte nun eine 9000 Tonnen Schließkraftdruckgusspresse veröffentlichen, was dann von Tesla oder von Musk kommentiert wurde, dass man eben eine solche Maschine dann einsetzen wird für den Cybertruck Body. Also dass man dann das Gerüst oder den Unterbau von eben dem Cybertruck aus einem Strang drucken möchte, was dann natürlich auch noch ja, sehr optimal ist für die Produktionsprozesse. Allerdings auch zu lesen, dass es eben für VW und BMW keine Gigapressen geben wird. Also man hat sich hier gegen diese Technologie entschieden, zumal ja, zuerst mal in einem weiteren Schritt lässt sich sehen, ob das auch in der Zukunft so bleibt. Ja, des Weiteren gab es noch Spekulationen, dass eben Tesla den Lieferanten wechseln möchte. Nämlich gab es hier in China Informationen, dass das Unternehmen ab dem nächsten Jahr zu einem neuen Hersteller wechselt. Ja, und hier gab es eben Spekulationen, ob es allenfalls die Firma Bühler sein könnte, eine Schweizer Unternehmung, welche eben auch sehr stark bei diesen Maschinen tätig ist. Ja, Tesla hatte bereits im Jahr 2019 die Firma Bühler angefragt für eben eine solche 6000 Tonnen
Gigapresse. Man hat sich allerdings damals nicht gefunden. Ja, nun könnte es also sein, dass potenziell Bühler für solche neuen Druckgusspressen in Frage kommt. Wäre natürlich ein spannendes Gebiet, denn Bühler konnte im Jahr 2021 die weltweit stärkste Druckgussmaschine vorstellen. Hier zu sehen eine sehr große Anlage, welche auf rund 100 Quadratmeter aufgestellt wird. Also wirklich eine sehr komplexe Anlage, die hier eben für solche Druckgussteile verwendet wird. Ja, eben hauptsächlich Automobilhersteller verwenden derzeit solch große Druckgusspressen und wäre natürlich sehr spannend, wenn man hier als Lieferant von Tesla auftreten könnte. Ja, zur Firma Bühler. Die Firma Bühler wird derzeit privat gehandelt, also es sind die Bühler-Erbinnen, welche das Unternehmen führen. Das sind drei Schwestern, hier zu sehen, alle im Vorstand vertreten. Und eben auch im letzten Jahr gab es noch einen Zugang im Vorstand, nämlich ist Herr Zeno Staub dazugetreten. Und Herr Zeno Staub ist eben auch bekannt als langjähriger Führer von der Bank Vontobel. Ja, und hier könnte man die Spekulation aufbauen, dass man einen Bankenkenner oder einen Finanzplatzkenner dazugeholt hat, um einen Börsengang vorzubereiten. Also das ist eine Spekulation aus meiner Sicht. Denn die Firma Bühler wäre sehr geeignet für die Börse. Also vor allem, wenn man hier auftreten könnte als neuer Lieferant von der Firma Tesla, von eben solchen Gigapressen, könnte man das medienwirksam einsetzen, um eben einen solchen Börsengang vorzubereiten und dann auch zu vollziehen. Ja, des Weiteren gilt eben die Firma Bühler auch als sogenannter Hidden Champion, also man ist hier technologisch auf den Gebieten, in denen sie tätig ist, sehr weit fortgeschritten und eben relativ einzigartig positioniert mit ihrer Technologie. Ja, eine spannende Zeit, nimmt mich Wunder, wie es hier weitergeht. Was haltest du davon? Lass es mich wissen und bis bald.